Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, und jetzt machen wir mal noch eine kleine Verkäufer- und Käuferrunde. Und zwar werde ich jetzt hier einmal kurz mal den taktischen Marienhelm die Kronkorken runterkaufen. Geht damit ja am schnellsten. Okay, 20 dürften ja jetzt erstmal reichen. So, jetzt gucke ich mal. Na, das habe ich jetzt nicht. Das ist aber jetzt nicht weiter schlimm. So, denn das, was ich eigentlich jetzt schon die ganze Zeit nicht mit dem LP-Char gemacht habe, was ich jetzt auch nur ein einziges Mal machen werde, ist, wir kaufen uns ein bisschen Geschenkpapier. So, und wir kaufen uns jetzt hier gleich natürlich hier das ganze Geschenkpapier einmal raus. Und können eigentlich auch gleich schon wieder... Ich hoffe, ich habe jetzt genug Helme gemacht. Nochmal hier einmal gegen. Ja, ich habe nicht genug gemacht. Ja, weiß man dann immer erst, wenn es zu spät ist. Da muss ich noch ein paar machen. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich wollte jetzt auch nicht allzu viele davon haben. Aber mit denen geht es halt ein bisschen schneller. Weil derzeit verbrauche ich ja eigentlich Holz und Leder. Mangt Schäferstöcke. Geben nämlich aber auch deutlich weniger und sind deutlich gewichtsvoller. Das heißt, wir müssen jetzt hier nochmal ein bisschen herstellen. Ich habe ja die Perks soweit noch drin. Und dann werden wir uns mal einmalig ein paar Geschenke craften. Aber auch die machen wir erst am Ende auf. Um zu gucken, was dabei rauskommt. So, jetzt dürfte es hoffentlich reichen. Und gehen wir gleich zum nächsten. Der ist hier. So, freie Starten. Diverseres. Einmal mit hoher Qualität, mit mittlerer und mit niedriger. So, geben wir halt ein paar Kronkorken aus. Und dann jetzt hier Kleidung. Wieder runterkaufen. Kriegen wir ein paar Kronkorken wieder zurück. Ja. Ich hoffe, das reicht, dass wir jetzt hier alle mit den Helmen jetzt fertig kriegen. So, 22 können drinnen stecken bleiben. So, hier war keiner drinnen. Hier ist noch einer drinnen. Diverseres. So, und dann einmal Kleidung. Wieder runterkaufen. Ah, 23 bleiben diesmal übrig. So, da war keiner drin. Hier ist noch einer drin. Gib mir dein Geschenkpapier. So. Naja, viel... Wir haben jetzt schon einiges ausgegeben. Oh, die Helme werden nicht reichen. Mal wieder nicht. Aber es ist eigentlich nur noch einer. Na komm, wir müssen noch mal ein bisschen was craften. Wie gesagt, hier bin ich mal ein bisschen mit den Kronkorken geizig. Deswegen hatte ich das jetzt auch die ganze Zeit nicht gemacht. Man hätte es halt machen können, aber ich brauche ja hier noch die Kronkorken, um halt die anderen Baupläne auch zu komplettieren. Und das ist bei diesem Char hier ein bisschen schwieriger. Als jetzt zum Beispiel beim Privatschar. Weil auf dem Privatschar sind ja auch ein paar mehr Spielstunden drauf. So, das dürfte jetzt aber definitiv reichen an Helm. Können wir eigentlich gleich zum nächsten laufen. So, dich hatte ich. Hier war keiner und hier ist noch der Responder. So, halt, erst runterkaufen. Okay, so, wunderbar. Dann nochmal diverses. Geschenkpapier kaufen. 700 hat er wieder. Dann könnte ich eigentlich auch noch so noch Baupläne
kaufen gucken. Oh, eine richtige Shopping-Tour. Alles ausgeben hier. Hast du noch Notizen, die ich haben will? Natürlich hast du noch welche. Die ganzen Baggerdinger. Und moderne Tische kann ich noch nicht. Okay. Gekauft. Zielerfassung satt und voll. So, und wieder rauskaufen. Na, jetzt wird es langsam schwierig. Aber gut. Helme gehen gerade zur Neige. Dann denke ich mal, das reicht auch für heutige Shopping-Tour. Also 600 haben wir noch drin. Die kann ich auch später noch rauskaufen, offscreen. Dafür brauche ich ja jetzt nicht online sein. So, dann machen wir jetzt natürlich auch nochmal die Geschenke. Die Sicherheit der Gäste und halt Bauplan noch lernen. Ja, Bagger, Zielerfassung und ich hänge hier noch so hinterher mit den ganzen Modifikationen. Oh, schlimm. So, jetzt müssen wir erstmal noch in Skill tauschen. Machen wir hier mal kurz den Abrissexperten raus und den Chemiker rein. Und dann einmal Geschenke. So, 5 Stück hiervon werden zu 10. 5 Stück hiervon werden auch zu 10. Und 5 Stück hiervon werden auch zu 10. Gut. Haben wir sogar noch ein bisschen Epic gekriegt. So, jetzt machen wir hier wieder alles auf Standard. Reparaturschuss. Chemiker raus. Abriss rein. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Kann ich hier nochmal kurz was essen und trinken hier. Erstmal trinken. Und dann wollen wir hoffen, dass in den Geschenken gut was drin ist. So. Satt gefressen sind wir auch. Und dann würde ich sagen, Monstermanie nicht wirklich. Nicht wirklich. Gucken wir mal, was könnten wir denn jetzt einen schönen Hochbau. Oh, wir haben nochmal einen Enklaven, echt bombig. Na komm, den nehmen wir nochmal mit. Ich habe jetzt auch schon wieder groß und schwer reingepackt. War ja halt nur mit dem Gehstock ein bisschen gucken, wie der sich so in der Hand fühlt. Und wie sich es denn anfühlt, ein bisschen älter zu spielen. Ah, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Na, wollen wir jetzt hoffen, dass da jetzt kein nicht Supermutanten, sondern Verbrannte sind. Dann jagen wir den mit der Minigun nochmal ein bisschen ins Boxhorn. Auf mich wird schon geschossen. Ey, lass mich meine Powerrüstung aufstellen, Mensch. Oh, komm schon. So. Und wer wollt jetzt Ärger haben? So, dich habe ich weggeknallt und ihr kriegt jetzt auch euer Fett weg. Nicht hier die ganze Zeit andütschen. Der war eine, war sogar noch legendär. Na denn? Ah, sieht so aus, als hätten wir heute nur Supermutanten hier. Gut, dann nehmen wir die halt mit. Doch, euch nehmen wir jetzt einfach mit, weil wir es können. Zack und weg. So. Gut. Können wir hier gleich nochmal ein bisschen nebenbei looten. Oh, Augenbots haben alles überrannt. Mein Schrottplatz, mein Armer. Zusätzliche Signalquellen aktivieren, um Bekämpfungsprotokolle einzuleiten.
Wir machen gleich weiter. So, hier nochmal Spielzeugauto, Babyrassel. Was willst du denn von mir? Du hättest nicht bellen sollen. So, hier. Na, aus Harper's Ferry werden wir so schnell nicht wieder rauskommen. Hey, hier geblieben. Mein Müll. So, jetzt den hier hinten noch. So. Dich. Was? Dich und dich da unten. Und dann dürfte es eigentlich auch schon passen. Alle Aufbaukomponenten in Betrieb. Aktivieren Sie Protokolle. Bitte warten. Du bist getroffen. Oh, es tut mir aber nicht leid. Also die Hunde sind heute wirklich aufdringlich. Betriebeblockade festgestellt. Mechanisches Support hinterstellt. So. Und ihr meint jetzt, ihr könnt hier einfach so gegen mich antreten, ja? Na gut. Henker ist schon böse. Na komm, dreh dich mal. So, den können wir hier gleich mitnehmen. Ja, wie viele Hunde habt ihr denn heute bei? Ah, knappe 20 Hunde hier. Seid ihr heute Hundeführer, ja? Aber wohl eher Ausführer, haha. Hier haben wir noch ein Häufchen. Das nehme ich natürlich auch alles mit, was mir hier in den Finger kommt. Wir brauchen ja jetzt wieder Kronkorken. Wir sind ja arm wie ein armer Schlucker hier. 3000 Kronkorken. Habe ich ja schon lange nicht mehr hier gesehen. So, und der da hinten hätte noch. Na, da sind wir gerade dran vorbeigelatscht. So. Systemausrichtung abgeschlossen. Signalübertragung aktiv. Ziel erfasst. Sofortige Evakuierung erforderlich. Schon dabei, schon dabei. Begeben Sie sich umgehend in sichere Entfernung. Gib mir noch einen Moment. So, jetzt haben wir auch den besten Platz hier, wo wir es uns eigentlich hätten immer angucken müssen. Bin sonst immer sonst woanders hingerannt. Ah, schön. Wie die Leiche da hinten fliegt. Hui! Gut, dann kann ich schon mal aus der Power Armor raus. Obwohl, nee, halt, ich muss ja hinten noch zur Werkbank. Ich werde auch so nicht porten können. Angegebene Feinde eliminiert. Verseuchung beseitigt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Bitte, bitte. Und schon wieder Wasser bekommen. Mensch. In letzter Zeit kriege ich viel Wasser. Von den Events hier. Ein bisschen zu viel. Du was hören? Okay. So, erst nehmen wir dich aus. Und dann nochmal dich. Jetzt hänge ich hier schon wieder fest. Und alle weggesprayt.
Ja, mal alles nehmen. Also kommen wir auch wieder auf unseren Loot. Der hat gedacht, er kann fliehen. Wurde ihm ein Strich durch die Rechnung gegeben. So, hier immer. Na, das Geschütz habe ich auch gleich mit weggeschossen. Na gut. Wie ich den da reingeschossen habe, weiß ich noch nicht. Aber wir können ihn ja trotzdem looten. So, nochmal ein Stimpack. Und noch eine Minigun. So, können wir hier auch gleich mal alles durchlooten. Was wir in den Griffel kriegen. 30er und hier hinten die auch noch. Nö, nichts gewesen. Definitiv nicht. Können wir nochmal gucken, wo du bist. Müsstest ja hier irgendwo rumeiern. Aha, da. Und da. Hoppala. Ach, ich hab nicht genug Sprungkraft gerade. So, und du willst auch noch mit ins Team der toten Supermutanten? Dann komm ran hier. So, jetzt aber. Hoppala, komm hoch und rüber. Jawoll. So, und dich haben wir. Also heute geht ihr mir wirklich um den Senkel, ihr Supermutantenhunde. Hier liegt eine einzelne Bierflasche. Na gut. Wo ist denn jetzt hier den, den wir hier erschossen haben? Das Blut sehe ich. Aber die Leiche nicht. Ach, hier liegt er. Bist runtergesegelt. So, jetzt können wir auch kaputt machen. Ah, mal rüber hier. Hoppala. So, dann steigen wir einmal kurz aus. Und gucken wir mal, dass wir uns noch Port bereit kriegen hier. Ja. Menschen, so klein, so schwach. So, wunderbar. Dann nehmen wir das hier einmal mit. Dann muss ich mich jetzt irgendwo hin verbieseln, wo wir mal kurz eine Kiste hatten. Schlingerhorde. Ja, komm, nehmen wir mal mit. Wenn es da schon irgendwo rumeiert. Müsste aber vorher noch die Augenbots gleich wieder bereinigen. Oder eher gesagt einmal nur hinporten. Die müssten ja dann alle umfallen wie die Fliegen. Aber ich denke mal, eine Horde können wir hier noch einmal locker drunter schieben. Weil ich jetzt nicht weiß, wann ich das nächste Mal wieder aufnehmen kann. Schon mal Vorrat holen. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, ich bin unter der Erde. Bin auf der Straße unter der Erde. So, dann einmal hier in die Rüstung rein, weil Schlinger können böse Aua machen. Können, müssen nicht. Dann gucken wir, dass wir hier zum nächstbesten Ausgang gehen. Ach nee, hier. Ah, jetzt ist es so neblig hier. Okay, jetzt kommt hier noch eine Brandbestie. Na gut. Hätte doch kein Problem, dich mal kurz wegzusammeln. Genauso wie die Maus hier. Aber ihr wart eigentlich nicht Teil meiner Begierde.
sondern ihr da hinten irgendwo. Oh, einfach irgendwo reinfeuern, auch wenn ich sie kaum sehe. Ah, ihr wollt hier die Königin machen. Hey, helf mal. Das war aber nicht der Legendäre. Hier ist er. So, was haben wir hier? Den Haken. Ja, das war da. Hier liegt noch einer. Ich wollte den schon looten und konnte es nicht. Oh. Na, jetzt geht's hier aber los mit den Schlingern. So, kriege ich wenigstens hier noch meine Beute? Beute, Beute, Beute. Nee. Ich höre hier irgendwo was summen. Mal die Teile so ein bisschen beiseite schieben hier. Ja, du bist jetzt jemand, der von mir in den Hinter getreten werden muss. So. In den Hinter getreten. So, mal gucken, dass wir hier jetzt nochmal wegkommen. Müsste aber noch klappen. Ja, passt nicht. Denn das Cheetah Camp. Jetzt passt das. So, dann machen wir jetzt hier einmal kurz wieder die Augenbots sauber. Böse Augenbots. Die fallen jetzt gleich instant auseinander. Ich bin gleich da und dann habe ich die Belohnung drin. Oder es wird sich bestimmt so, zwei werden sich wieder verstecken unter irgendeinem Bus oder irgendeinem Container. Und sagen so, nee, 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 kriegst uns nicht. Am besten so mit langgezogener Zunge raus. Da siehst du, die Hälfte ist schon tot. Nur vom Borden. So, können wir hier nochmal Geschenke klauen? Na, wo seid ihr? Augis. Ich hab einen Gehstock. Bin alt und gebrechlich. Ihr könnt mich gerne angreifen. Schade, wirklich. Kann sie nicht verarschen. Oh, wo sind denn jetzt die Augenbots? Sind die noch nicht gespawnt? Die sind noch nicht gespawnt gewesen. Really? Ich muss jetzt bei einer Hol-Wieder-Mission warten, bis der Spawn kommt, oder was? Ja, hier ist noch unten einer. Und da ganz unten auch noch einer. Wie ist denn der da unten drin jetzt schon wieder? Komme ich doch so gar nicht ran. Ich kann ja mal probieren, aber glaub nicht, dass das was bringt. Er versucht, der Rakete auszuweichen, aber halt nur unterirdisch. Er kommt nicht hoch. Komm hoch. Ach, du kannst mich anschießen, oder was, du Mistvieh? Na, dann komm doch. Komm her. Komm. Na, klappt nicht. Na gut. Er kann mich nur beschießen, wenn ich von oben komme. Dann lassen wir ihn jetzt einfach leben. Irgendwann platzt er von alleine. Hoffe ich zumindest. Aber gut. Dann nehmen wir hier hinten jetzt nochmal alles aus. Holzreste und hier nochmal den Schrott. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier nochmal den Cut. Ich hole jetzt nochmal den Rest ab und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.